Ja, Albertus, schön, dass ich mit dir hier sein darf, hier quasi mitten im Watt. Du bist ja ein singender Wattführer. Was steckt denn da genau dahinter? Was machst du denn? Also ich mache das tatsächlich so, dass ich mit den Leuten ins Watt gehe, dass sie neben der Wattführung, den Tieren, den Pflanzen, die ich sonst auch zeige, auch mein Akkordeon mit dabei habe und dann passende Lieder zu den Wattengeschichten singe. Wie ist es denn für mich jetzt als Urlauber hier auf Borkum, wenn ich mit dir unterwegs sein will? Muss ich da irgendwas beachten? Gibt es bestimmte Vorlaufzeiten, irgendwelche Regeln, irgendwelche Tipps? Die Termine für die Wattwanderung plane ich immer schon Anfang des Jahres und die sind dann auch hinlänglich bekannt. Ich arbeite zusammen mit der Borkumer Kleinbahn, denn die verkaufen die Karten und bringen mir die Leute mit den Bussen hier raus und holen sie dann auch wieder ab. Was man beachten muss, ist immer ein bisschen wettermäßig angezogen sein. Also wenn es mal kalt wäre, dann auch eine windfeste Jacke, aber sonst ist eigentlich kaum etwas zu beachten. Wenn du jetzt mal nicht im Watt unterwegs bist, sondern auf der Insel Borkum, auf der du ja wohnst und auch lebst, hast du denn eine besondere Lieblingsecke, in der du dich aufhältst? Wenn ja, welche ist es denn und warum? Ich gehe im Sommer unheimlich gerne vorne an den Strand, wo die neu gemachte Strandpromenade gebaut wurde. Und dann setze ich mich mit meiner Frau dorthin und dann gucken wir den Sonnenuntergang an. Weil das ist wirklich, wirklich richtig wunderschön. Da kann man richtig die Seele baumeln lassen dann. Okay, wunderbar, perfekt.